hier so ein Zusatz, so ein Brausezusatz für Kinder. Eigentlich würde man das jetzt natürlich alles auf extra Spuren machen. Man würde jetzt, mit dem Flatsch und dann. Zeichenhafte Geräusche für Hörspiele, da muss es ja immer gut erkennbar auch sein. So, dass man eben für so ein Comic-Hörspiel irgendwie so, dass man so eine Klappe hat. Mit so einer Narbe, die sich so feilt und dann so. Und dass man damit schon irgendwie so ein Fahrrad erzielt. Das ist so ein Frauenschuh. Hier habe ich so einen harten Männerschuh, wo man auch aufpassen muss. Wenn die jetzt zum Beispiel zusammenlaufen, manchmal eiern die dann auch so gegeneinander, wie so Kirchenglocken, und dann kommen sie wieder zusammen, dann synchronisieren sie sich wieder. Also so Stein ist natürlich das meiste, dann Holzdinger. Jetzt pass mal auf. Ganz feine Musik, nur für dich. Tada! Ich denke, das muss gefeiert werden, oder? Aber wo ist Dagobert? Wir haben auch ihm zu danken. Oh, der Ärmste putzt sich ja immer noch. Ich komme mit. Wir brauchen auch Teller und Besteck. Hallo Dagobert, es gibt Butterkuchen. Oh, wie nett, Frau Martin. Aber vorher müssen wir sie gründlich entstauben. So kommen sie mir nicht an den Tisch. Martin, schreiten wir mit der Prüfung voran. Wie kann man Zwillingspferde denn unterscheiden? Steht das auch in Ihrem Buch? Nein. Tja, dann würde ich sagen, man kann sie gar nicht unterscheiden. Der Besitzer aber, der sein Pferd liebt, würde es auch unter tausend anderen wiedererkennen. Guten Tag, Graf Falco von Falkenstein. Ich hatte mich angekündigt. Nicht zu glauben. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Tja, diese Rüstungen bedürfen alle schon wieder einer gründlichen Reinigung. Was denken Sie, wie lange das dauert? Also, das dauert leider den ganzen restlichen Tag. Schüchtern sein. Na, wollt ihr unseren Gast nicht begrüßen? Sabrina macht den Anfang. Na also.